So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und wir sind zurück. Ihr kennt das hier sicherlich noch, wenn ich es mal rumdrehe. Guckt mal, kennt ihr die noch? Da sind die Enten. Hallo Enten, ich kann nicht weiter runter, sonst liege ich bei euch im Wasser. Ja, da wird gemeckert auf höchstem Niveau. Hier war ich letztens mit Timo, als wir den Cobalium Community Raid gemacht haben. Und es ist schon wieder eine Woche her. Und was ist passiert? Cobalium ist weg. Kyurem ist da. Das heißt, ab 10 Uhr hat Teil 2 des Winter-Events begonnen. Das Feiertags. Winter, Weihnachts, irgendein Event, Teil 2, hat auf jeden Fall begonnen. Und es liegt leider kein Schnee, deswegen sieht das nicht so winterlich aus. Gleichzeitig also ab 10 Uhr auch Raid-Boss-Wechsel auf Kyurem, der jetzt seine mächtige, brutale Spezialattacke beherrscht. Wohl aber immer noch nicht der Signature-Move ist. Aber das ganze Ding natürlich aufwertet. Wir laufen jetzt hier zur Wildartentafel. Ich baue mein ganzes Zeug auf. Und dann werden wir schnell den Community Raid machen. 10 Leute werden eingeladen, dazu aber gleich mehr. Erstmal die Rehe besuchen. So, wir stehen jetzt hier bei der Rehe und es sieht total schlimm aus. Letztens lag noch Schnee, jetzt alles nur voll Matsch. Hier die ganzen Äpfel sind weg, der Nikolausstiefel ist fort und der Big Boss Man hat sich aufgestellt. Seht ihr den? Der mit dem größten Geweih, der heftigste in der Manege. Steht bereit und guckt. Und warum guckt er? Weil hier kommt der zweitheftigste angelaufen und sagt sich, jo Bruder, was geht? Zeig mal. Hier, da ist noch Samyang dran. Schnüffel doch mal. Ach, dann halt nett. Der ist cool, der hat auf jeden Fall keine Angst. Die anderen, die, guck dir die Rehaugen an. Rehaugen. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es mal in die Kommentare. Aber ich muss mir jetzt trotzdem einen Platz suchen, wo ich hier mein Zeug aufbau, ohne dass die Rehe das anfressen. Jetzt kau noch mal, das hast du eben so schön gemacht. Guck mal, wie es kaut. Es kaut und kaut und kaut. Ihh, die Nase! Die Nase! Ja, ich hänge euch jetzt einfach hier einfach in das Reh rein. Und das muss dann schon passen. So ungefähr. So. So ein Reh und das passt. Und hier übrigens dieser Fleck, das ist gestern vom Stream, als wir Seven vs. Wild geguckt haben. Da habe ich ja ein Eis gegessen. Da habe ich gesagt, da ist was runtergefallen. Natürlich hat es der Pullover aufgefangen. Das ist sehr gut. Jetzt aber, wen wir einladen und den Raid. So, jetzt stehen wir hier an der Arena. Ich gehe natürlich direkt wieder mal in YouTube auf den Community-Tab, wo der Community-Raid immer gepostet wird. Hier steht also 11.30 Uhr, Kyurem Community-Raid. Ich habe auch wieder Koordinaten dazu geschrieben, damit man immer genau weiß, wo ich mich befinde. Pogehander, Shenaya, Henry Niki, Hikaru und Cheffe sind auf dem einen Account, die eingeladen werden. Trainer Sir Ups, Vorbelastet, Dipper Pines, Karsten und Kaiser Kai sind die anderen, die eingeladen werden. Was ich nicht verstehe, dass wenn man schon sieht, es sind schon 10 voll und ich schon drüber geschrieben habe, alle Plätze sind voll, dass sich das 1-2-3-Kit trotzdem danach noch einträgt. Grüße gehen raus. Und es ist natürlich wieder eine Konda-Grafik gepostet. Hier seht ihr auch wieder die Werte. 2042 wäre das 100er, 2553 das 100er mit Wetterboost und allgemeine Konda. Nehmt am besten Kampf oder Stahl. Oder Drache, aber Drache fällt halt schneller um, weil das ja auch mit Drache und mit Eis angreifen kann und so Zeug. Deswegen habe ich mir ein Team aus Metagross und Machomai in den Krypto-Varianten gebastelt. Das werdet ihr gleich sehen. Die Konda-Grafik könnt ihr euch ja upscreenen oder auch einfach mal im Internet suchen. Die gibt es überall einsehbar. Kyurem, Konda, zack, findet ihr sowieso bei Google alles. Die Leute fragen immer, was nimmt man da? Einfach bei Google Kyurem, Konda, dann müsste das da stehen. Ich mache jetzt erstmal hier eine private Gruppe. So, brennt Katz, damit ich die jetzt einladen kann, ohne dass jemand Fremdes dazustößt. Und dann mache ich es aber gleich auf. Hier Carsten, Trainer, Dipper, Kaiser, Vorbelastet. Hier drüben muss ich noch draufdrücken. Poge, Hander, Cheffe, Henry, Hikaru, Jenner.
ist auch eingeladen. Ihr seht, ich bin immer noch der Weihnachtsmann, ne? Es ist auf jeden Fall deutlich wärmer als die ganze Zeit. Deswegen rennt man jetzt hier auch mit Suffix-Pullover rum. Ich habe die erste Welle eingeladen. Ich glaube, ich mache es jetzt. Jetzt sind 7 drin. Jetzt auf öffentlich, dass die Eingeladenen noch schnell reinhuschen. Aber die Leute, die in der Nähe sind, vielleicht im Wildgehege hier, sind ja sonst immer mal die Gärten. Manche sind in der Winterzeit auch in ihren Gärten, machen sich da gemütlich, dass die auch reinkommen. Ich habe hier also mein Team. 2x Metagross, beides Krypto. Metagross, dann 2x Maromai, beides Krypto Maromai. Ein 100% Terrakium, natürlich mit Sancto-Klinge. Und ein Meistergriff. Ich denke mal, das Meistergriff wird sowieso nicht zum Einsatz kommen. Deswegen habe ich es als an letzte Stelle gesetzt. Ist nicht auf Level 50 gepusht. Ist kein 100er. Ist aber einfach das Beste, was ich habe. Ist, glaube ich, ein 98er Lucky. Und ja, der zweite Count hier hat Metagross, 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 Stolos. Und ich glaube, das Stolos ist das Nutzloseste in dem Team. Noch nutzloser als das Meistergriff. Jetzt steht hier 15 Leute. Man kann ja mal kurz gucken. Trainer Sir Ups, Kaiser Kai, Henry Nicky, Vorbelastet, Jenna, Pokehunter, Dipper Pines, Cheffe, Hegeltusi, Ramses Kredes, Bladentiers, Pfirsich Schatzi, Karsten und der Weihnachtsmann. Habt ihr euch den 100% WP-Wert gemerkt? Ich nicht. 2042 war es, glaube ich. Und irgendwas mit 25. Ich brauch's aber eh nicht. Ich habe mein 100%iges Kyurem auf Level 50 schon gepusht. Das heißt, ich werde auch hier bei dem täglich nur den freien Raid-Pass spielen. Und Mittwoch muss eine Raid-Stunde, eine Raid-Mania natürlich sein. Das mache ich dann aber nicht für mich, das mache ich dann für euch, dass wir da Spaß haben können, interagieren können für Glücksfreunde oder für Levelaufstiege oder einfach, dass ihr Raid-Mania-Punkte sammelt, weil dieses Format ja trotzdem den meisten Spaß macht, die da regelmäßig mitmachen. Kyurem-Raids für Zuschauer hätte ich eigentlich am Wochenende gemacht, aber da ja am Sonntag Weihnachtsfeiertag ist, wird das leider nichts. Da habe ich keine Zeit, da haben die meisten von euch sicherlich auch keine Zeit. Ich überlege jetzt, dass wir am Dienstag vielleicht den Karmesin-Stream mal aussetzen und am Dienstag mal Kyurem-Raids für Zuschauer machen, weil manche wollen ja trotzdem da ein gutes mitnehmen oder brauchen noch das Shiny, ist nämlich auch als Shiny verfügbar. Da wird sicherlich einigen damit geholfen, weil Mittwoch, Donnerstag sind trotzdem feste Formate. Wir müssen jetzt Seven vs. Wild nämlich durchgucken und fertig gucken. Wir haben es schon so gelegt, dass wir immer 2 Folgen am Donnerstag gucken. Das kannst du jetzt nicht wegnehmen. Dann lieber Karmesin mal verschieben, dass wir das spielen, immer wenn wir Zeit haben. Letzter Angriff, Ramses, Trainer Sir Ups, Reisender, Henry Nicky, Starläufer, reichlich Freunde, Samyang Bulldog und Jenna hat das größte Pokémon. Der kleine Account hat kein Shiny, hat 2022. Der Große hat 1972, also der hat wieder mal das Beste. Wir versuchen das jetzt mal einzutüten. Dafür lege ich das hier mal weg, damit ich mich voll und ganz aufs Fangen konzentrieren kann. Eben habe ich gesehen, wurde angezeigt, Motte hat sich jetzt eben eingetragen. 11.35 Uhr trägt er sich für den Raid für 11.30 Uhr ein. Ich verstehe die Leute nicht. So, ich packe jetzt hier mal hin. Ich curve mal, ich werfe mal, da seht ihr ein wildes Durcheinander, da fuchsen wir uns jetzt ran. Kyurem ist auf jeden Fall sehr zappelig. Wir müssen einfach nur ein Stück weiter nach links ziehen. Den Kreis verstelle ich jetzt erstmal nicht. Ich denke mal, der ist auf einfach fabelhaft jetzt gestellt, von der Größe her. Jetzt hat er wieder angegriffen, wir ziehen also ein Stück weiter nach links. Wir müssen noch weiter nach links, aber das geht ja gar nicht, da ist ja das Handy schon zu Ende. Und jetzt ist der Ball auch schon fertig, das Ding ist schon drin. Da guckt sogar das Rehhirsch, also ja, werft ihr mal drauf, wenn ihr genügend Bälle habt, geht das ja sicherlich ganz gut. Wir können es auch noch mal kurz bewerten, dann seht ihr hier 10, 10, 14, Hildburghausen, 23.12., ein Tag vor Weihnachten, ein Tag vor Heiligabend. Und damit ihr seht, ich flunger nicht, kann ich euch noch meinen Keilriem zeigen. Das ist mein Keilriem 100% Level 50 auf 4041, der war von Seraph und ich habe ja sogar noch einen zweiten, sehe ich gerade hier, das heißt, die täglichen Pässe
Und die Raidmania lohnt sich ja vielleicht doch, weil vielleicht kann ich das hier, das braucht 244 Bonbons, vielleicht kann ich das auch maxen auf 50, ein zweites. Und vielleicht kann man ja irgendwann aus dem einen das schwarze und aus dem anderen das weiße Kyure machen. Das wäre edel. Batilp, Seraph, beide jeweils ein 100er. Und vielleicht kommt noch ein 100er dazu. Ansonsten, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr ein gutes bekommen? Habt ihr ein Shiny bekommen? Habt ihr überhaupt mitgemacht? Oder habt ihr euch jetzt erst eingetragen, wenn ihr das Video seht? Das Video wird vielleicht 15 Uhr online kommen. Habt ihr da euch dann in den Community-Tab eingetragen? Ihr seid die Besten. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Und wir filmen nochmal den Po vom Reh. Guckt, wie der aussieht. Da guckt es auch nochmal. Hey, mein Po. Ja, den finde ich super. Das machst du gut. Peace out. Vorhaut euer Ramses.